Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein und bin hier auf der Spielwarenmesse am Stand von Fischertechnik und begrüße jetzt Jonathan Auer, der ist Produktentwickler bei Fischertechnik. Guten Tag, hallo. Sie haben hier ein paar richtig bunte, tolle Neuheiten, die so Action machen. Schaut so nach Rummelplatz aus. Ja, genau, das ist unser Baukasten Crazy Rides und wie es der Name schon sagt, haben wir hier crazy Fahrgeschäfte von einem Rummelplatz, die ich Ihnen einfach mal kurz vorführen würde. Hier zum Beispiel angefangen mit unserem Gyrospin können wir jeden Fahrgastbesucher blau werden lassen, indem er sich ganz oft und verrückt dreht. Da wird man ja beim Zuschauen schon schlecht. Genau, manche geht es vielleicht auch beim Spielen so. Genau, gefolgt von unserem Freefall Tower. Hier kann man die Passagiere auch nach oben heben und verschiedene Fahrprogramme quasi simulieren. Und wenn man ganz oben ist, dann kann man hier mit diesem kleinen Arretierhebel die Fahrgäste wieder nach unten befördern und so auch den Fahrgast. Das heißt, wenn ich auf der Taste bleibe, geht er komplett runter. Genau, ja. Ah, ja. Dann kommen wir hier zu unserer Bungee-Kugel. Die lässt sich hier unten einspannen und löst man sie aus, dann schießt die Fahrgäste nach oben. Und zu guter Letzt haben wir hier noch unser Titelmodell auf dem Master Spin. Hier überlagern sich auch wieder verschiedene Drehungen übereinander. Wir haben hier eine starre Achse mit einem Winkelgetriebe, die dafür sorgt, dass wenn sich der Turm dreht, auch gleichzeitig die Plattform der Fahrgäste dreht. Dieser Baukasten hat 356 Teile und ich kann alle vier verschiedenen einfach je nachdem, was ich bauen will. Genau. Und dann irgendwann mal selber konstruieren. Genau, vielleicht fallen mir ja noch 8 Jahre plus steht drauf. Genau. Die Beleuchtungen werden wahrscheinlich nicht serienmäßig sein, die kommen dann optional dazu. Genau, da gibt es ein optionales LED-Set sowie auch ein Motorset, wo man dann beispielsweise den Spinmaster oder den Gyrospin betätigen kann. Gut, das waren jetzt hier die unterhaltsameren Geschichten. Sie sind ja bekannt für Lernspielzeuge auch. Das heißt, wir haben hier dann auch Baukästen, bei denen man mechanische Grundverständnisse beigebracht. Genau, Fischertechnik, wie es der Name schon sagt, da sind wir auch sehr technisch unterwegs. Wir haben hier auch wieder 12 Modelle in diesem Baukasten und da fängt es an von leichten Funktionsprinzipien, die dann aber kombiniert werden zu größeren Anwendungen. Wenn wir beispielsweise mal ganz links anfangen, dann sehen wir ganz einfache Grundprinzipien, wie hier verschiedene Übersetzungsverhältnisse von Stirnradgetrieben oder auch mal ein Winkelgetriebe, dann aber auch, wie sich die Drehrichtung und die Übersetzung bei mehrstufigen Getrieben verhält, über eine Schubkurbel bis hin zu komplizierteren Anwendungen, wie zum Beispiel einer Schmittkupplung. Bei dieser ist interessant, wenn wir drehen, dann dreht sich unser Ausgang immer mit. Man kann ihn auch beliebig verstellen, sowohl in der Höhe als auch in der Horizontale und der Ausgang wird immer mit anbetrieben. Dann haben wir hier noch verschiedene Funktionsprinzipien von Schlagbohrern oder Bohrhammern, bei denen man auch mal spielerisch begreifen kann und verstehen kann, wie denn so etwas funktioniert in der Realität. Hier kommen dann nochmal die fortgeschritteneren Anwendungen. Beispielsweise haben wir hier einen Solartracker, den man in alle Himmelsrichtungen drehen kann. Und die Neigung verstellen. Und die Neigung verstellen kann, genau. Der ist jetzt hier gerade ein bisschen überdreht. Genau, das heißt, mit diesen zwei Achsen kann man auch alle möglichen Positionen im Raum anfahren. Für die Erklärung eines Planetengetriebes eignet sich zum Beispiel eine Küchenmaschine. Denn wenn man hier dreht, dann sieht man, wie die Kinematik funktioniert und wie die verschiedenen Drehungen sich überlagern. Auch im echten Fall einer Küchenmaschine. Das heißt, hier angedeutet der Knetkübel und dann sieht man das eben so schemenhaft. Angetrieben durch dieses Planetengetriebe. Und das letzte ist noch eine Uhr. Genau, das ist unser Titelmodell, ein Uhrwerk. Und hier, wenn wir einen Blick nach unten werfen, sehen wir auch einige Verzahnungen, einige Zahnräder. Und hier sehen wir letztendlich, wie diese miteinander fungieren, dass die Drehrichtung stimmt und die Übersetzung von 1 zu 12, sodass sich dieser Minutentakt immer synchron zum Stundentakt verhält.
Ja, wie sich's gehört, für ein Unternehmen im Schwarzwald, Uhren musste auch einfach mal sein, denke ich. Genau, ja. Und das ist jetzt hier der Baukasten Mechanics. Wann kommt der auf den Markt? Der kommt im Juni, meine ich. Gut. Und hat 277 Teile und ist auch so für die Altersgruppe ab 8 Jahre gedacht. Genau. Dann im Hintergrund sehen wir hier schon etwas verrücktere Geschichten. Genau, da sehen wir verrückte Reaktionen. Also wirklich verrückt. Ja gut, ich sehe es gerade, auf dem Zettel steht Crazy Reactions genau. Als Produkt. Dann habe ich richtig getippt. Nämlich haben wir hier auch wieder verschiedene Elemente, die teils gleichzeitig wirken und so eine große Kettenreaktion ausüben. Das heißt, ich pumpe hier Luft auf. Genau, wir pumpen hier, dass wir einen Überdruck haben, denn diese Flasche ist auch Teil der Kettenreaktion. Und ich würde sie dann einfach mal starten und dann gucken wir, was passiert. Jetzt läuft die Flasche voll. Jetzt muss man nachhelfen, dass es ausnahmsweise mal nicht funktioniert. Und da wird. Und dann geht es hier weiter. Genau. Ja, so richtig mehrdimensional, das heißt, das gehört zum Set mit dazu, der Teil. In diesem Fall ist eine Kombination aus mehreren Baukästen. Die Baukästen sind einfach untereinander kombinierbar. Genau, so dass wenn man schon einen Kettenreaktionsbaukasten beispielsweise daheim hat, kann man mit einem neuen das auch noch. Das heißt, das ist der rechte, ist jetzt der vom letzten Jahr. Genau, ja. Das ist jetzt der und neue. Und das ist der neue, genau. Und der Crazy Reactions Advanced, der hat 444 Teile. Also ein ganz tolles Set auch, das dann heuer da rauskommt. Genau. Und jetzt ganz rechts noch, ganz links noch, eine ganz große Kugelbahn. Letzte Mal auf der Spielbahnmesse vor 3 Jahren hing die Kugelbahn an der Wand und jetzt haben sie eine freistehende, die dann ein bisschen mehrdimensional aufgebaut werden kann. Genau. Was hat es damit auf sich, dass das hier nach rechts links geht? Das ist der Marble Competition. Das heißt, es gibt verschiedene Spieler und jeder Spieler kann sich eine Murmel aussuchen. Ich mache jetzt mal einfach 4 unterschiedliche Farben rein. Upsa, die erste will schon los. Und dann kann man die gemeinsam starten lassen. Und der Spieler mit der schnellsten Kugel gewinnt. Das heißt, ich sehe dann, mit welcher Farbe dann gewonnen hat. Genau, ja. Und dabei lassen sich dann auch noch verschiedene Hindernisse einstellen. Hier zum Beispiel durch die Verstellung der Hindernisse passiert es dann auch immer mal wieder, dass eine Kugel zum Beispiel ganz stecken bleibt. Und so kann man sich die Pfade ein bisschen hintricksen. Ja, man muss ja spielerisch dieses Thema dann ergründen, denke ich. Das ist ja der Hintergedanke bei Fischertechnik. Genau. Der Lehrgedanke. Und auch hier Beleuchtungen wahrscheinlich dann wieder optional. Wieder optional, genauso wie dieses Auslöseset. Das ist hier mit einem Servomotor gelöst. Hier mit der Fischertechnik-App lässt sich dann steuern, hier oben die Bewegung des Auslösemechanismus, sodass man fairerweise alle Spieler gleichzeitig starten lassen kann. Und das wird dann per Bluetooth gesteuert? Oder wie läuft genau, das dann? Dieses Smartphone connectet sich dann mit diesem Bluetooth-Modul, mit diesem Controller, welches dann die Auslösung ermöglicht. Gut. Dann der Vollständigkeit halber, das heißt Profi Marble Competition, also Kugelbahnwettbewerb. Genau. Und wenn wir jetzt schon beim Auslösen sind per Smartphone, dann glaube ich, haben wir ja hier drüben die technischeren Dinge, dann ist das jetzt, glaube ich, ein schöner Übergang. Genau, perfekt. Ja, hier kommen wir zu unseren Smart Robots und wie der Name schon vermuten lässt, sind sie nicht nur smart, sondern lassen sich auch mit dem Smartphone bedienen. Für das erste Modell habe ich hier zum Beispiel
ein kleines Programm geöffnet, diese Alarmanlage. Die funktioniert nämlich so, ist man daheim und betätigt die Tür, kann man problemlos rein und raus gehen. Entscheidet man sich aber jetzt für längeres draußen zu bleiben, dann kann man die Alarmanlage aktivieren. Und sobald sich dann da hinten dieser Read-Kontakt öffnet, meldet sich die Alarmanlage und gibt Bescheid, dass ein Verbrecher unterwegs ist. Das heißt, da wird ein Rüttler dann aktiviert. Genau, dieser Motor, der erzeugt dann das Geräusch und die LEDs blinken nacheinander. Das heißt, der Rüttler ist jetzt hier das Zahnrad und die gefederte Montagestange. Genau, und wenn der Einbrecher aus Panik jetzt wieder die Tür schließt, dann geht es aber trotzdem erstmal weiter. Erst wenn wir nach Hause kommen und die Alarmanlage wieder deaktivieren, dann hört der Alarm auf. Das ist also ein Grundbaukasten mit 250 Teilen, Technikteilen, genau. Inklusive der Kopplung dann zum Smartphone. Das inklusive ist hier so ein Controllers, Grundmodul, genau. Der Controller. Und der Controller hat wie viele Eingänge, Ausgänge kann der schalten? Der Controller, der hat 4 Eingänge, die sich auch analog verarbeiten lassen. Und 2 Ausgänge für die Motorisierung oder zum Beispiel auch für die Verwendung der LEDs. Wobei man hier natürlich auch immer mit kleinen Tricks spielen kann, nämlich für diese beide LEDs hier wurde auch nur ein Ausgang benutzt. Und je nachdem, wie man die Stromrichtung steuert, lässt sich die eine oder andere verwenden. Dann haben wir hier ein weiteres Teil, da sehe ich jetzt schon einen Temperaturwiderstand oder was ist genau, das jetzt? Genau, das ist ein NTC-Widerstand. Einfach auch nochmal zum Zeigen, wie das funktioniert mit den analogen Eingängen. Wird dieser jetzt erwärmt, dann geht unser Ventilator automatisch an und pushtet so lange, bis diese Temperatur wieder unterschritten wird und abkühlt. Gleichzeitig können wir aber auch sagen, uns ist warm. Wir wollen den Ventilator manuell anschalten oder zusätzlich auch noch eine Drehung erzeugen lassen. Ja, dass man auch lernt, wie so ein Drehmechanismus funktioniert. Genau, das ist wieder ein schönes Beispiel eines Koppelgetriebes. Das lässt sich damit auch sehr gut zeigen. Und die kann man alle bauen auf Basis dieses einen Baukastens? Genau, auch wieder auf Basis dieses Baukastens. Das heißt, da haben wir jetzt nochmal ein ähnliches Prinzip aufgebaut. Genau, hier haben wir noch ein Ballspiel. Das gehört dazu. Gehört dazu, genau. Wir haben hier einen kleinen Trigger und wenn wir diesen auslösen, dann lädt er zuerst nach und dann schießt er einen Ball. Und damit kann man dann probieren, diesen Behälter zu treffen. Das heißt, je nach Winkel, ob man es dann wirklich als Katapult nutzen genau. kann, kann man lernen, in welchem Winkel man den besten optimalen Winkel hat. Und für die fortgeschrittenen Programmierer, die können dann zum Beispiel auch noch programmieren, dass diese Kurbel sich unterschiedlich schnell drehen soll, sodass man einen erhöhten Schwierigkeitsgrad hat. Dann ist das jetzt hier eine letzte Lösung auch als Idee aufgebaut. Genau. Was kann ich hier noch machen? Das ist eine sogenannte Useless Box und der Name ist eigentlich schon Programm. Es ist einfach ein spielerisches Element. Das heißt, wenn man sie anschaltet, schaltet sie sich automatisch wieder aus. Genau. Auch von der Programmierung her ganz interessant und da lassen sich auch wieder ganz viele verschiedene Varianten ausführen. Zum Beispiel, dass sich der Schnabel erstmal leicht öffnet und da kann man auf jeden Fall kreativ werden und spielerisch ein bisschen loslegen. Und einer kann auch alleine fahren? Einer kann auch alleine fahren, genau. Der hat eine Hinderniserkennung. Sobald er hier mit den Tastern anschlägt, fährt er zurück, korrigiert seinen Weg und fährt wieder weiter. Das heißt, den kann man im Zimmer einfach rumfahren lassen, genau, dann solange er Lust hat, solange die Batterie hält. Genau. Versorgt wird der von einer Batteriebox genau. mit Standardzellen wahrscheinlich? Mit einer 9-Volt-Blockbatterie. Mit einer 9-Volt-Batterie, ja. Gut. Und dann sehe ich jetzt hier schon, das ist jetzt eine etwas komfortablere Variante, da sehe ich schon ein Farbdisplay, TXT4.0-Controller. Sie hatten ja schon verschiedene TXT. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal, vor vielen Jahren, da hatte der noch gar kein Display. Jetzt genau. ist es farbig und vielleicht auch mit Touch. Und da hat auch Touch, genau. Das ist aber keine Neuheit, sondern letztes Jahr schon eingeführt. Genau, der ist letztes Jahr schon erschienen. Und mit den Neuerungen, dass man hier einfach dieses Touch-Display hat. Man hat 4 verschiedene Motoreingänge, die sich auch als Encoder-Motoreingang oder Ausgang viel mehr nutzen lassen können. Das heißt, ich habe hier die 4 Motorausgänge. Genau. Dann habe ich hier noch weitere. Genau, die Pulse geben. Das sind dann 8 Inputs. Genau, das sind unsere Eingänge. Und was habe ich noch für Schnittstellen?
Man hat hier hinten zum Beispiel als Eingang auch für die Kamera, die wir jetzt hier in diesem Modell verwenden, einen USB-Anschluss. Dann können wir noch SD-Karten lesen, die Verbindung mit USB gestalten und hier haben wir einfach noch einen Stromanschluss. Das heißt, ich kann mein Programm auf eine SD-Karte schreiben und wenn ich mehrere SD-Karten hätte, hätte ich verschiedene Programme vor mir. Genau. Könnte ich einfach durch Stecken ändern. Durch Stecken ändern oder auf dem TXT 4.0 Controller haben wir auch Speicherplatz, wo sich die Programme dann einfach direkt... Da kann ich da auch mit der Kamera dann beispielsweise Farberkennung oder sonstiges. Genau. Ja, wozu ich Lust habe, wozu ich Fantasie habe. Da kann man kreativ werden, auf jeden Fall. Im Endeffekt hier dann auch, das ist jetzt Spurerkennung für Straßen oder für was ist das? In diesem Fall ist eine kleine Alarmanlage. Das heißt, wenn der hier Bewegung detektiert, dann meldet er sich sowohl mit einem Ton als auch mit einem visuellen Signal, dass hier eine Bewegung. Und in dem Falle dieses Muster? Das ist ein Barcode-Reader. Der erkennt dann automatisch, was diese Streifen aussagen. Und genau, wenn man den jetzt füttert, dann erkennt er, der hat die Zahl 2. Das heißt, genauso mit dem, was wir hier unten sagen, als Referenz. Gut, dann haben wir jetzt den TXT 4.0 auch noch gestreift. Genau. Nicht als Neuheit, aber die anderen Neuheiten waren ja auch schon reichlich. Und ich denke, das ist jetzt ein ganz guter Rundgang gewesen hier am Fischertechnik-Stand. Und ich bedanke mich beim Jonathan Auer, Produktentwickler bei Fischertechnik, für die interessanten Erklärungen. Sehr gerne. Vielen Dank auch.